herzlich willkommen zu einem Infovideo, was ich jetzt einfach mal raushauen muss, weil mir das sowas von auf den Sack geht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Denn ich sehe, dass die Community man sagt ja schon länger, die Community geht den Bach hinunter, da viele Mods ja nicht mehr öffentlich gestellt werden, sondern alle teilweise als Paymods rumkursieren. Tja, brauchen wir uns nicht wundern. Man guckt heute Nachmittag auf unsere litauische Seite ites2.lt, kennen wir ja alle. Da gehen wir ja alle immer fleißig gucken, was gibt es so Neues. Die tun dreimal am Tag was posten, frühs, nachmittags und gegen abends. Da wird fleißig gepostet, immer neue Mods, kann man hier online stellen, das darf jeder machen. Einfach Mod Upload und dann geht's schon los. Und dann sehe ich zum Beispiel hier einen Krone-Container, denke mir, oh, sieht ja geil aus. Wusste aber schon, hey, das ist doch Trade of Trucks. Trade of Trucks sind ein paar Leute, die basteln was und geben das nicht for free raus, sondern das sind Paymod-Sachen. Ne? Genauso gut wie der Pizzaioli-Trailer hier, ne? Pizzaioli-Trailer, mein Gott, krieg ich Knoten in der Zunge bei so einem Namen. Also hier bei dem, ne? Schweinetrailer oder Kuhtrailer, also wurscht. Da ist es selber auch wieder Trade of Trucks. Und wenn ich mir hier dann die Community, beziehungsweise die Kommentare dabei durchlese, und natürlich dann auch den Download-Link sehe, klar. Die Leute schreiben Fake, 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 ist auch absolut richtig. Und Cruz schreibt hier sogar, Uploader ist der Admin of the site. Ja, was kann ich dazu sagen? Nämlich, da hat er nämlich absolut richtig ins Schwarze getroffen, denn es werden so viele Mods, und ihr werdet es nicht glauben, auf diese Seite online gestellt, die im Nachgang nochmal hochgeladen werden vom Admin von dieser Seite. Und das finde ich eine bodenlose Frechheit. Man sollte eigentlich, wenn man die Möglichkeit hätte, diese Seite sowas von boykottieren, dass es echt aus ist. Aber die haben halt leider nun mal sehr viele, Follower auf dieser Seite hier, die machen ja auch nicht nur ETS 2, sondern natürlich hier die ganzen Seiten an der Seite hier, ATS und LS und FS, also hier Landwirtschaftssimulator und Farming Simulator und Spin Tire Mods. Und wenn ihr euch mal überlegt, das muss ich jetzt mal wirklich mal so in den Raum stellen, man bekommt bei Share Mods oder bei Mods.to oder wieso wurscht, gibt es sogar relativ viele Seiten, wenn man da 1000 Punkte zusammen hat, das heißt praktisch 1000 Klicks, dann sind es umgerechnet 10 Euro. Stopp, falsch. Das war jetzt falsch, ne? Wie war das nochmal? 1000 Punkte. Ich muss gerade mal auf meiner Seite gucken. Moment, ich gehe nochmal schnell gucken. So, hier steht es nochmal. Also, 100 Punkte sind 1 Euro, ne? Kann man gut jetzt hier sehen. Ich glaube, mit dem das liegt, glaube ich, an die Downloads auch. Das heißt, wenn 350 Mal gedownloadet wird, dann sind es, na? Nee, wie war das nochmal? 1000 Punkte? Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie die Umrechnung war, aber nee, hier steht es irgendwie. 1000 Downloads für eine Ding kriegst du genau so ist. Entschuldigung. 1000, also wenn 1000 Mal was runtergeladen wird, kriegst du 350 Punkte. Das sind dann auch nach Adam Riese 3,50 Euro. So, wenn ich jetzt einen guten Mod und. Anderes Beispiel. Ich habe mal meinen Staumod rausgehauen, den ersten. Die Version 3.6. Ne? Und den habe ich rausgehauen, der 6000 Mal gedownloadet wurde. Ne? 6000 Mal. Jetzt könnt ihr euch mal ausrechnen. 6000 Mal mal 3,50. Was ich alleine mit dem Staumod jetzt mal so sporadisch verdient habe. Ne? Das nur mal so zu erwähnen. Und die Kollegen hier auf ITS2LT machen es ja nicht nur auf dieser Seite, sondern auch auf den ganzen anderen Seiten hier. Bei Landwirtschaftssimulator und. Die machen sich ja wirklich eine goldene Nase und in Litauen verdienst halt einfach nicht so die Kohlen, muss man auch dazu erwähnen. Also die machen sich hier richtig buntes Geld auf Arbeit und Namen von anderen. Und das finde ich echt eine bodenlose Frechheit. Da braucht ihr euch nicht wundern, warum die Leute dann hier im SCS-Forum dann anfangen zu sagen, hey, ich gebe nichts mehr raus, sondern ich mache es als Paymod. So wie hier zum Beispiel der Fred, der hat seinen Scania, seinen Aircap hat er hier geschrieben, zack, Paymod. Und mich erreichen täglich, es ist kein Witz, täglich erreichen mich E-Mails mit Sachen, hey, hier hast du Mod, stellen online, beziehungsweise ich gebe dir for free, präsentiere ihn und dann hier ist mein Paymod-Link. Ihr glaubt nicht, wie oft mir das passiert. Und dann schaue ich mir die Sachen so an und sage, oh, nee, du, pass mal auf, Junge, du kannst ja nicht 20 Euro für einen Mod verlangen, der nicht fertig ist oder so viel Fehler hat, das Spiel abstürzt und. Das muss ich da ein bisschen gucken, natürlich, klar, weil ich will auch nicht jeden Schrott vorstellen. Aber das nochmal so zum Vergleich, ne? Durch solche Sachen sagen die Leute, ich stelle doch nichts mehr for free, weil die Leute laden es einfach erneut hoch. Auf anderen Seiten, das ist ja nicht nur hier die ETS 2, das ist dann genauso gut mit
modsland.net. Die Pfeifen machen das genauso. Und mich würde es nicht wundern, wenn es die gleichen Leute sind. Nämlich, da ist die gleichen Download-Links, glaube ich, ist mit dem gleichen Uploader. Also dieses ATS, ETS und FS als Uploader, als Admin. Und ich gehe mal stark davon aus, dass der Betreiber die gleichen sind wie hier bei ETS2.lt. Finde ich eine bodenlose Frechheit. Also, ich kann es nicht. Und eigentlich wünsche ich es keinem. Aber dieser Seite wünsche ich es endlich mal, dass sie mir richtig blank gelegt wird, dass hier mal endlich Feierabend ist. Weil das ist echt nervig und das schadet der kompletten Community. Und das ist dann wirklich echt traurig, wenn es am Schluss wirklich ja, keine Mods mehr gibt. Und die Leute sagen, ich stelle meine Arbeit ein. Und. Ja. Vielleicht nochmal zu den Paymods eine kleine Sache. Viele sagen dann immer, ja, Paymods, hast du überhaupt die Berechtigung dazu und hast nicht gesehen, denn der Name Scania gehört der Scania. Absolut richtig. Das unterschreibe ich sofort, diese Aussage. Ne? Aber mal ganz ehrlich, ich war ja bei SCS damals da und SCS juckt es echt null am Sack, dass Leute Paymods verkaufen. Den interessiert es gar nicht. Denen ist es wurscht, ob irgendjemand Mods klaut, erneut hochlädt. Das interessiert die nicht. Die blenden das aus. Die machen da weg. Interessiert mich nicht. Die haben ihre Priorität bei ihrem Spiel und alles, was hinten in der Community ist, ist halt nun mal so. Das ist ja bei jedem Spiel so. Das ist ja nicht nur hier. Es gibt ja so viele andere Simulationsspiele oder andere Games, wo halt sowas geschieht. Aber wir beziehen uns jetzt erstmal hier auf unseren ETS 2 und natürlich auch im ATS. Und genauso wie die großen Firmen Scania, MAN und so, denen juckt es null, wenn sich jemand hier hinsetzt und einen Scania für 50 Euro verhökert. Das juckt die nicht. Meinst du, da kommt Scania an und sagt, oh, dich verklage ich, das ist mein Name, 50 Euro verlangst du dafür und so. Das juckt die nicht, weil das der Aufwand größer ist, als das, was vielleicht im Nachgang der verdient hat. Also das ist, da wird sich Scania oder MAN oder sonst kein Mensch hinsetzen und sagen, dich verklage ich jetzt, das ist mein Name. Also vor allen Dingen, das ist ja eigentlich, diese Paymods ist ja alles so ein bisschen hintenrum, man hat keine offizielle große Seite, wo Werbung gemacht wird, deshalb vergesst es mit den Sachen hier, du hast nicht die Rechte, klar, haben sie nicht, richtig, oder schreibe ich nochmal, aber da wird kein Mensch da was dagegen machen, da kannst du die Firmen anschreiben, Scania, MAN, Volvo, etc., pp., die werden da nichts unternehmen, das ist einfach so. Weil der Aufwand viel zu groß ist, einen Anwalt einzuschalten und dann Privatleute zu verklagen wegen Namensrechte 50 Euro oder 60 Euro oder vielleicht hat er einen Verkauf, vielleicht hat er keinen Verkauf, das muss dann erstmal nachweisen und. Die sind da schließlich in der Beweispflicht. Ach, hört auf Leute, macht keinen Sinn. Aber nochmal, für die Leute, die wirklich sagen, ich bastel was selber und ich mach was, dann ladet es bitte auf der SCS Software-Seite hoch, hier sind wir ja da. Das ist wirklich, hier seid ihr auf der besseren Seite wie hier auf ETS2LT. Wenn ich was mache, dann versuche ich es hier hochzuladen, weil es einfach besser ist. Falls ihr einen Mod habt, den ihr da gerne hochladen möchtet, aber euch vielleicht nicht traut, weil ihr denkt, der wird irgendwie erneut hochgeladen, dann dürft ihr mir gerne den Mod zukommen lassen, dann kann ich den gern für euch auf ETS2LT hochladen, denn ich habe mit den Leuten schon 100 Mal geschrieben. Ich hatte auch da Kontakt zu dem Admin. Ist recht eine Pfeife, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich was hochlade, der sieht da meine E-Mail-Adresse und mein Name, dann tut er da nichts editieren bzw. den Download-Link nicht verändern. Schließlich kennt man mich ja anhand meines YouTube-Channels. Ne? Mein Name ist groß, Community ist groß mittlerweile. Und naja, da kriegt er ein bisschen Muffins aus. Aber diesmal habe ich die Faxen dicke und will es einfach mal loswerden. Deshalb, hier bitte hochladen, im SCS Software Forum ist besser als wie auf der anderen Seiten da. Ne? Da seid ihr auf der sicheren Seite. Falls ihr noch Fragen habt dazu, dürft ihr jetzt gerne diskutieren. Haut mal raus, haut mal richtig auf die Fresse jetzt hier, weil jetzt reicht es mal langsam, weil mich das dann wirklich nervt. Wenn ich kriege dann täglich auch irgendwelche E-Mails ständig und das ist halt dann hier, guck mal und hast nicht gesehen und E-Mail und hier hochgeladen, Reupload und bla bla. Das ist einfach nur traurig. Also. Tempo rausholen, einmal kräftig durchschneuzen, die Augen reiben, dass die Tränen weggehen und dann Füße aufstehen, wieder aufstehen, Füße aufstehen, einfach aufstehen und weitermachen. In diesem Sinn, macht's gut, allzu gute Fahrt, bis bald und ciao.